Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 auf meinem Kanal. Ui, was ist denn da los? Was ist denn für ein LKW? Betriebskosten macht der Minus? Wie, der macht Plus? 155 kostet der. 103 plus 50%. Aber warum macht der denn hier Minus? Achso, nee, ist alles richtig. Aber wieso wird das hier nicht aufgeführt? Ich glaube, der 80.000 macht. Der hat nie irgendwie Geld verdient. Wir kamen ein bisschen verwirrt. Na egal. Darum geht es jetzt auch nicht. Sondern wir wollen ja hier erstmal die Brücke weiterbauen. So. Muss der wieder hin. So, wir bauen unsere Strecke weiter. Bis zu unseren Steinchens. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Erstmal möchte ich da nur einen Zug drauf fahren lassen. So, jetzt geht es hier schon berghoch. Frage. Nutzen die Brücke? Ja, nein. Ja, nutzen wir. So. Da geht nicht. Nur zweigleisig. Ah, die doof, ne? Nur noch eine Brücke davon daneben setzen? Weiß ja nicht. Wir wollen auf jeden Fall nicht hier mit hoch. Wollen wir mal gucken. Elektrifiziere ich die Strecke schon wieder. Hätte die vielleicht auch ganz gerne nicht elektrifiziert. Wir können ja auch eine Diesel-Lok drauf schicken. Muss ja nicht unbedingt jetzt, weil wir jetzt ne, ihr wisst schon. So. Da kommt ja längst kein Schiff mehr runter her, ne? Wenn wir dazu bauen. Aber andererseits, wen juckt's? Ah, nee, keine Schiffe. Oh, 90, aber dafür sieht die Brücke gut aus. Na? No. Wir sind natürlich hier einen richtig schicken, nicen, dicen Bahnhof in Mann. Den ganzen Kladderadatsch können wir jetzt mal abreißen. So. Hier kommt auf jeden Fall ein Kopfbahnhof hin und den würde ich mit der zweiten Chance da anschließen. Weil sonst das alles nicht so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Zack. Aber wir können ja eh nur 240 Meter, ne? Langweilig. Hahaha. Decken den Scheiß gar nicht ab hier. Toll. Muss ich also hier hin. Aber hier noch die Autobahn. Kann er jetzt nicht. Die Autobahn wollte ich hier sowieso noch upgraden. Dass die eigentlich jetzt ja eh überflüssig wird dann, weil hier kein einziger LKW mehr langfahren wird. Aber so sieht man sie wenigstens. So, ist die Frage. In Holland werden die Autobahnen unterbrochen, weil da ein Schiff fährt. Weil da vielleicht ein Segelboot kommt. Und natürlich jetzt hier ein Huckel drin. Natürlich so nicht. So nicht akzeptabel ist. Meine Freunde. Buckel nicht auf dieser Map. Meinetwegen in der Straße, aber nicht. Aber nicht in unseren Schienen.
So. Ich bin begeistert, meine Freunde. Ich bin begeistert. Sie brauchen wir hier nur zwei Signale. Eins hier. Und eins hier, wo es wieder eingleisig wird. Wir könnten erstmal mit einem Zug versuchen. Sowieso gucken, wie sich das entwickelt. Nehmen wir mal so eins hier. Soll später so alles noch schön gebaut werden. So, Züge kaufen. 240 Meter haben wir zur Verfügung. Jetzt eine lange Diesellok zu nehmen, ist eigentlich hirnrissig. Aber. Nur schon mal 23 Meter weg. Jetzt brauche ich natürlich einfach die größten Waggons, die Stein transportieren können. Kein Stein. Kein Stein, Stein. 17 Einheiten. Wow. 17 Einheiten ist jetzt nicht so viel. Ich brauche schon irgendwas mit 25 oder sowas. 15. Und 30. Ich kann alle keinen Stein transportieren. Ich kann auch keinen Stein transportieren. Ich kann auch keinen Stein transportieren. Schlacke. Stahl. 14 bis 16 Stein. 15 Stein. Das ist nicht genug. Nicht die richtigen Waggons. Die sowieso nicht. 14 Stein. Können auch keinen Stein. Können auch keinen Stein. 13 Stein hier. Sowas. Selbst die Großen hier können nur 13 Stein. 14 bis 19. 16. 16 Steine. Können Steine 12. 18, komm. 18 Steine. Perfekt. 16. 16 Steine. So, aber die hier. Die können 18 Steine. 1, 2. Natürlich mal schön auf. Obwohl, das andere können die so nicht. Sonst Kohle, Eisenerz ist egal. Brauchen wir nicht auswählen. Wir können auf 240 Meter gehen. Der hat auch nur 18 Steine. 245 Meter. Können wir 301 Steine transportieren. Wir klonen den jetzt erst einfach mal. Pauschal. Wir machen jetzt mal eine Linie fertig. Stein. Von hier. Vielleicht revolutionieren wir jetzt gleich unseren Güterverkehr. Unsere Produktion an Baumaterialien. Problem ist, wir kriegen die Baumaterialien dann dahin. So, wenn wir natürlich irgendwann diesen Monsterleck hier verarbeitet haben, der so gefühlt 3 Minuten dauert. So. Perfekt. Was? Was? Dahin. Und dann schicken wir meinen auf Reise, wa? Es ist wie Stein. Versuchen wir es erstmal nur mit einem. Und die LKW-Linie. LKW-Stein, die macht aber 7 Millionen, ne? Alle Fahrzeuge ins Depot schicken. Und verkaufen. Jetzt wird's lustig. Wir halten die jetzt mal im Auge. So, dann fahren wir mal mit.
weiß jetzt auch gar nicht, wie die Höchstgeschwindigkeit ist. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ich glaube 100, ne? Will ich jetzt mal shippen? Weiß aber nicht genau. Ja, so. 100. Ne, wir fahren schneller als 100. Geh die Zeit mal wieder auf normal. 107. Denke mal aber schon, dass wir da ruhig zwei Züge fahren lassen können. Ich glaube 120 schafft er. Das wird natürlich wieder abgebremst. Auf 100, das geht aber. Das ist in Ordnung. Geil wäre natürlich, wenn uns jetzt gerade ein Metronom überholen würde. Aber es kommt leider keiner von hinten. So, ab geht's in die Tage. Untertage. So. Oh, hier ist eine schöne Wand. Hübsch. Irgendwas kommt von oben darunter. Aber nach diesem Monsterleck sehen wir, ob wir wirklich richtig fahren. Ja, läuft. Jetzt geht's nach oben, jetzt geht's wieder nach unten. Oh, was ist das für eine Achterbahn hier? Ui. Ui. Alter Schwede, hier sind aber Steigungen drin. Nicht schlecht. Ich hoffe so auf diesen Performance-Patch. Und hui, schon sind wir da. Mit 240 Metern, jetzt haben wir 23 Einheiten geladen gehabt. Wir warten jetzt 122. Ich würde sagen, wir schicken den zweiten Zug einfach los. Wir haben das Geld, wir können es uns leisten. Wir haben 50 Milliarden. Warum sollten wir es nicht tun? Mal los. Und du produzierst schön weiter. Wir produzieren mehr Steine ab. Wir fahren mehr Steine ab. Und wie ist die Geschwindigkeit? Ich glaube eher, dass diese Waggons hier extrem am Längen sind. So das dumpfe Gefühl, dass die sehr anfällig sind. Aber normalerweise leckt das hier nicht. Warum fällt die Produktion jetzt ab? Oh Gott. Oh nein, ich weiß jetzt schon, was passiert ist. Seht ihr? Da ICE. Da ICE. Haben wir schon wieder zusammengefahren. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wann, wie lange ist es jetzt her? Ihr müsst bedenken, dass ich alle Folgen am Stück gerade aufnehme. Meine Freunde. Der nächste steht da schon. Die haben sich alle wieder zusammen gedüst. Unglaublich. Was haben die denn für eine Ladegeschwindigkeit? Details, Ladegeschwindigkeit mal 20. Jetzt so ein schöner TG hört. Diesel. Ach Quatsch.
elektrisch. Der hätte mal 24. Mal 32. Wäre schon mal fast dafür, also den mal austauschen hier. Wir machen es einfach mal gegen den. 407 Meter. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich glaube, das ist zu lang. Dürfte zu lang sein. Mann, das ist so nervig. Das kotzt mich so übelst an. Aber Ladegeschwindigkeit bei dem ist natürlich richtig zügig, ne? Bot ersetzen. Ah. Was ist der hier? Ersetzt gegen Tisch wird. Die Ladegeschwindigkeit ist natürlich deutlich höher. Dadurch könnte das etwas komprimiert werden. Obwohl er natürlich dann noch schnell lädt, wenn er jetzt da so 24 Leute hat oder sowas, ne? Ach, das ist so nervig. Und wir haben nur noch 3 Stück auf der Linie. Nicht so, dass wir jetzt hier 100 Züge drauf fahren hätten. Wie sieht das hier aus? Er möchte mehr Steine haben. Oh, er bringt das ganze 36. Hat einen LKW vorher gebracht. Er bringt 75. Ja, die Produktion geht immer weiter in den Keller. Wenn wir 2 Züge hier fahren, warum funktioniert das nicht? Hast du irgendwie ein Problemsteinbruch? Bist du noch so ein KI-Steinbruch, der nicht so richtig will? Das können wir ändern. Wenn der KI-Steinbruch nicht will, brauchen wir halt unseren eigenen Steinbruch. Produktion 4 natürlich. Ah. Jetzt zeigt mal, was er könnt. Produziert mal. Oh, jetzt wird der ICE da hinten noch stehen. Er kommt gerade zurück. Mal so geht das auf jeden Fall nicht weiter. Wenn er mir vorbeifährt, dann schicke ich den anderen los. So, der Produktion geht ja richtig hoch. Nur, dass er die Liniennutzung auch mitnimmt. Hier. Ist er das? Ne, das war der falsche. Ja, jetzt ist Linienbenutzung dran. 130. Jetzt. So, das ist schon mal schön. Haben wir hier 2, die auf jeden Fall schon mal rein produzieren. Ja, die pendeln sich jetzt irgendwann ein oder der fällt jetzt ganz ab. Potenzial sind nur 41 bei dem, bei diesen 60. Keine Ahnung, warum die nur so wenig Potenzial haben. Wenn du jetzt aber hier bei unserer Firma guckst, das Potenzial 6.760. Ja, was soll ich dazu sagen? Der wird eigentlich mehr brauchen. Keine Ahnung, warum das nicht so ist. Na gut, meine Freunde, wir sind schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche euch einen
ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Samstag wieder um 12 Uhr. Bis dahin, haut rein. Ciao.